Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Wir zocken Fugel auf der Oculus Rift S. Das ist ein etwas anderes Spiel. Wir sind ein Vogel tatsächlich und fliegen durch eine sehr coole, pixelig designte Welt. Das ist sehr atmosphärisch. Der Sound und die Steuerung sind ziemlich cool gemacht. Müsst ihr euch mal reinziehen. Ich bin ja Voodoo, aber mir gibt es alles zum Thema VR und AR. Also abonniert mich, drückt die Glocke und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Danke an meine offiziellen Patreon-Sponsoren, Woodghost VR, Danke Gamer, Aubermann Events und Peter Wassmeier. Viel Spaß mit Fugel auf der Oculus Rift S und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Das sieht sehr bunt und sehr knuffig aus, oder? Ja, wir gehen mal in die Optionen. Wir können hier einige Sachen einstellen. Hilfesystem, Sensitivität, Gameplay. Hier können wir die Kamera ein bisschen einstellen. Morph Speed, Disable Gameplay. Hä? Physics, ja, Schwerkraft, Agilität. Hier kann man einige Sachen, Wind kann man noch einstellen. Hier kann man die Grafik, die habe ich auf volles Rohr, die Draw Distance. Musik kann man ausstellen, scheint nicht zu funktionieren. Zumindest im Menü nicht. Aber wir gehen jetzt mal auf Start. Ich sehe meine Controller leider nicht. Squeeze Right Trigger. Okay, das haben wir schon mal verkackt. Und jetzt? Steer the bird by moving any joystick. Ah! Krass. Hä? Das ist aber komisch. Irgendwie wechselt der Vogel die ganze Zeit. Okay, ich glaube, man muss das Spiel erst ein bisschen kapieren. Also wir mit dem linken Trigger müssen wir halt... Können wir den zum Fliegen bringen. Und mit einem von den Joysticks, scheiße, können wir den... Können wir den durch die Luft steuern. Ich hab nur noch nicht verstanden, der wechselt immer. Jetzt sind wir ein ganz kleiner Vogel wahrscheinlich. Ja, guck mal, wie knuffig der ist. Gott, der fliegt übelst langsam. Da hinten ist eine Krabbe. Gottes Willen. Matsch. Also er fliegt nur nach oben, nicht nach vorne. Ich weiß noch nicht warum. Jetzt wird er wieder groß. Interessant. So, jetzt hoch, 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 hoch. So, jetzt aber. Was ein verrücktes Spiel. Also, er hat vorhin gemeint, dass wenn ich den rechten Trigger drücke, dann speedet der, dann gibt er Gas. Wenn ich das mache, dann stürzt er aber einfach ab und macht gar nichts mehr. Deswegen wundert mich das ein bisschen. Ich drücke mal andere Tasten. Auf A scheint der... Ah, warte mal. Auf A gibt der, glaube ich, Gas, oder? Das sieht schon irgendwie cool aus, oder? Warum können die anderen Vögel so... Warum können die anderen Vögel so schnell fliegen und ich bin so lahm? Also, auf A beschleunigt ihr den Vogel. Was da stand mit dem rechten Trigger, das ist einfach falsch. Das stimmt halt einfach nicht. Cool. Uiuiuiui. So, jetzt drück ich nochmal den rechten Trigger. Übel. Sturzflug kannst du machen mit dem rechten Trigger. Und mit dem linken machst du halt Flügelschlag. Ich habe das Gefühl, dass wir das irgendwie mit dem Sturzflug so ein bisschen kombinieren können. Ja, guck mal.
Ja! Jetzt hab ich's. Geil. Oh nein, was ist denn jetzt los? Wieso werde ich einmal zum kleinen Vogel? Es ist so ganz raff ich noch nicht. Jetzt muss ich auf einmal gar nicht mehr den linken Trigger drücken, sondern doch nur den rechten. Also scheint das irgendwie doch zu stimmen. Aber so genau habe ich es auch noch nicht kapiert. Ich lasse jetzt nochmal den rechten Trigger los. So. Jetzt drücke ich nochmal den linken. Dann bremst der. Hä? Okay. Ah, okay, jetzt habe ich es. Okay, auf dem linken bremst er, auf dem rechten gibt er Gas. Du darfst aber nicht beide gedrückt halten. Macht auch keinen Sinn, ne? Okay, jetzt habe ich es. Muss man erstmal lernen. Ist aber jetzt ganz cool, muss ich sagen. Geil. Oh, shit! Geil. Das bockt ja. Oh, shit! Weg da! Oh, Kacke! Nein! Oh, das war knapp. Ich glaube, ich habe ja den Flügel gebrochen. Bam! Oh. Huch. Matsch. So, jetzt aber. Geil, oder? Also, klar, das zockst du natürlich jetzt auch nicht 2 Stunden, das weiß ich jetzt schon. Aber sau cool irgendwie hier durchzufliegen. Oh, Kacke! Vor allem die Soundkulisse ist geil, ne? Die ist richtig cool, das ist wirklich so, wie ich mir das vorstelle. Also ich fühle mich jetzt wirklich, als wenn ich durch diesen Wald hier, wow, fliege. Wir können mal einen Tiefflug machen. Hier so ein bisschen, oder? Bäm! Nein, hoch. Oh, Kacke. Ja, Motion Sickness, ne? Wisst ihr Bescheid? Immer schön langsam um die Kurven fliegen, sonst merkt man tatsächlich was. Boah, guck mal, wie geil. Hier so ein Tiefflug. Ist das cool? Hoch! Oh. Also ihr seht eure Controller nicht, ne? Nur um das nochmal zu bestätigen. Ich habe die hier in der Hand, aber ich sehe die nicht. Deswegen kann man das sicherlich auch gut mit einem ganz normalen Gamepad zocken. Jetzt bin ich schon wieder... Ich habe noch nicht verstanden, wann und warum er manchmal den Vogel schon wieder wechselt. Hat das was mit dem Licht hier zu tun, wenn ich durchs Dunkel fliege? Geil. Oh, oh. Oh, Kacke! Ja. Hier lang. Nein! Oh nein! Scheiße! Ich bin ein matschiger Vogel. Nein! Bäm! Jetzt hoch! Hoch! Danke. Wir fliegen einfach mal so hoch, wie wir können. Oh nein. Hoch! Bis ins Weltall. Höher. Ich glaube, jetzt ist Strömungsabriss. Ha! Ja, jetzt geht es nicht mehr höher. So steil da bin ich nicht hoch. Ein bisschen langsamer hoch. Geil. Guck mal, wie das aussieht auch, oder? Wie seht denn ihr das? Ja, ich sehe das genauso. Also der Vogel schwebt da so gefühlt 4-5 Meter vor mir. Jetzt können wir mal gucken. Kann ich ins Menü? Ja, wir gucken jetzt mal. Das lassen wir mal so. Da ist nichts Aufregendes. Gameplay. Distance to Bird. Machen wir jetzt mal hoch. Wie? Hä? Das ist genauso wie vorher.
Dann, mache ich es mal so. Ja, doch. Macht zwar jetzt nicht den Riesenunterschied. Was haben wir noch? Morph Speed. Ah, guck mal. Tatsächlich kannst du die ganze Zeit morphen. Camera Turn Speed. Oh, Automorph. Ach, das können wir auch auf automatisch stellen. Und jetzt, wie kann ich mich morphen? Oh, shit. Hä? Ah, auf dem linken Controller mit der Y-Taste kannst du dich resetten anscheinend. Ich habe allerdings noch nicht kapiert, wie ich mich jetzt morphen kann, weil ich habe sie ja ausgestellt. Und jetzt will ich aber mal was ausprobieren, was mich sehr wundert, und zwar Game Disable Gameplay. Was meinen die denn bitte damit? Gar nichts. Funktioniert trotzdem noch. Disable Gameplay. Ja, das haben wir. Das haben wir ja. Graphics haben wir ja. Physics. Gravity. Wir machen mal alles volle Kanne und gucken mal, wie sich das jetzt verhält. Oh ja, oh ja, 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 ja. Jetzt kann der. Oh, jetzt ist der viel wendiger. Wow! Allerdings. Scheiße. Boah, die Schwerkraft ist übel jetzt, ne? Der stürzt voll ab, wenn du nach unten gehst. Und er kommt fast gar nicht mehr hoch. Krass, er kommt gar nicht mehr hoch. Warte, das machen wir jetzt mal genau umgekehrt. So. Luftwiderstand gering. Thermals und Wind. Wind können wir mal ausmachen. Genau. Jetzt geht's gar nicht mehr runter. Ja, doch. Boah, guck mal, wie schnell der hochgeht. Huch. Oh, da ist Ende. Da ist Ende. Boah! Nee, so kann man das gar nicht steuern. Boah! Geil. Das ist schon. Also ich weiß nicht, Leute, das hat was. Mir gefällt das. Mir macht das Spaß. Es ist entspannt. Obwohl es schnell ist irgendwie. Ich meine, du kannst ja auch langsam fliegen. Ich kann ja jetzt hier auch abbremsen. So. Können auch hier schön langsam rumfliegen, wenn wir wollen. Sau cool. Ne, seht ihr? Das geht auch langsam. Und ich kann jetzt natürlich auch wieder Vollgas geben. Hold B-Button to engage bird reflexes. Was genau bringt das? Ach so, das verlangsamt die Zeit einfach, damit du ausweichen kannst. Guck. Und dann kannst du volles Rohr ausweichen. Ah, okay. Gut. Ja, cool. Also das heißt, wenn du kurz vor einem Hindernis bist, zum Beispiel mach ich das jetzt mal, so, und dann könnt ihr jetzt schnell noch zur Seite ausweichen, wenn ihr B gedrückt haltet. Warum kommt denn die Meldung jetzt erst? Oder habe ich die vorhin übersehen? Ja, Leute, ich würde sagen, mehr könnt ihr von dem Spiel einfach nicht sehen. Ihr müsst das selber erleben, ja? Ich kann euch, bringt euch ja nichts, wenn ich jetzt eine Stunde hier mit dem Vogel rumfliege. Ihr seht's. Und in meinen Augen macht das echt Bock. Das ist cool gemacht. Die Atmosphäre ist geil. Wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Fugel, weiß der Geil, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall ist das ganz witzig gemacht, muss ich sagen. Ich hatte Spaß und wie ihr seht,
gibt es hier anscheinend auch noch ganz viele andere Sachen. Wir können nicht mal durchgucken. Du kannst anscheinend auch unter Wasser. Das war mir auch nicht klar. Na, hier gibt es auch noch andere Environments, sage ich jetzt mal, wo du dann ein bisschen andere Landschaften siehst, Bären und so. Na, einfach mal ein bisschen rumfliegen und da seht ihr cooles Zeug. Also ich muss sagen, es war ganz cool, aber jetzt sehe ich hier den Preis und ich würde fast sagen, das ist ein bisschen teuer. Ich hätte jetzt 5 bis 8 Euro gesagt, weil nun das, du fliegst einfach nur rum, ne? Da ist ja jetzt nicht viel, was du machen kannst und vor allem auch nicht so lange. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das 2 Stunden mache. Und dafür ist 15 Euro in meinen Augen ein bisschen teuer. Das Spiel ist trotzdem gut, ne? Aber ihr wisst, ich mache meine Bewertung und alles auch immer abhängig von dem Preis und der ist mir hier zu teuer. Das ist halt nun mal so. Ja, wenn euch das trotzdem gefallen hat, das Video, Daumen nach oben wäre trotzdem geil und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein, ciao. Voodoo.de